erschwere es dir einfach mal um 10 Punkte, weil die kennt nicht jeder. Als Aferdi hättest du vielleicht noch Glück. Wasserwesen. Ja, hast du noch nicht von gehört, noch nicht gesehen. Definitiv Wasserwesen, humanoid. Vielleicht hat Charybdoroth diese mit, ja, diese Menschen mit sowas wie Flossen versehen. Leicht silbrige, blau schimmernde Haut. Auch Flügelohren, mit denen man unter Wasser sicherlich sehr gut hören kann. Ansonsten ziemlich, ja, filigran könnte man sagen. Die Füße könnten sogar zum Greifen benutzt werden, aber lange Krallen, die dann daraus enden. Man könnte fast sagen, es ist ein sehr schlanker Mensch mit einer breiten Brust. Sieht allerdings auch sehr fremdartig aus. Nicht unbedingt chaotisch, aber es passt irgendwie nicht. Es schmerzt dich, diese Wesen zu sehen. Mit dem gezackten, handbreiten Kamm auf dem Rücken oder auf der Stirn. Haarloser Schädel. Ja, und die Pupillen sind unglaublich groß. Fischaugen, also so sehen Paktiere aus. Ja, zwei erschlagene Wesen, wie gesagt, und kannst erkennen, wie wohl Sumujida mit dem blutenden Fächer dort steht und ja, gerade noch einmal ein bisschen in diesen Leichen herumpiekst. Gute Arbeit. Hatten die denn irgendwelche Waffen? Speere, Bruder, Schwester. Sie kämpfen mit Speeren. Gut. Du, Jindalija? Ihr seid noch unverletzt. Lasst uns zusammen einmal runtergehen. Du gehst nach unten und darfst einmal einen W20 würfeln für eventuelle Beute, die wohl mal da gewesen ist. Ja, Brindigian und Yala, ihr dürft einmal das Logbuch vorlesen, was ich euch aufgemacht habe. Das liest sich ja gar nicht gut. Ja, lies es doch einmal bitte. Meint ihr, der Kapitän hat auch den Rest seiner Männer aufgeknüpft? Also seit 4 Stunden fahren wir mit weniger Geschwindigkeit als üblich, steht hier. Strömung normal, keine Turbulenzen, Segel sind geflickt. Dann ein, ich glaube, Fjorn heißt der. Fjorn hat sich die Augen ausgestochen, unter Deck eingesperrt. Übergabe an Nojuniten in Perikum. Er murmelte unablässig weiter. Paduch Leugor. Dann ein Eintrag vom 29. Das ist doch heute. Das war Die heute. Männer haben Fjorn die Zunge rausgeschnitten. Ich habe zwei von ihnen gehängt. Sie haben Angst. Und dann wird es immer undeutlicher. Wasser unter Deck, Leckage groß, Angriff. Wie gesagt, meint ihr, die Aufgeknüpften draußen waren auch vom Kapitän? Ist ja vielleicht Zwei von ihnen Schwierigkeiten. sehr wahrscheinlich. Na, vielleicht hat er Aber schon danach Schwierigkeiten, die Ordnung an Bord zu erhalten und hat noch mehr aufhängen müssen. ich glaube, dass der Rest hauptsächlich von dem Angriff die Folge war. Meinst du nicht? Aber wenn es der Angriff war, warum wurden dann nur, schau mal aus dem Fenster, ich sehe natürlich nichts, 20 oder so aufgeknüpft und der Rest ist, naja, ich weiß nicht, entweder unter Deck oder nicht mehr hier. Na, wir müssen mal abwarten, was die Bruderschwestern herausgefunden haben, die unter Deck sind. Vielleicht sind da ja auch noch Leichen. Aber mich irritiert eher, man hat es von außen gesehen, das Schiff hat sich, wenn dann überhaupt nicht gewehrt. Also, wenn es ein anderes Schiff war, was sie angegriffen hat, dann, keine Ahnung, hatte der Kapitän ja vermutet, dass es Verbündete seien. Und sie haben dann angegriffen. Oder, nun, der Angriff kam, ohne dass er gesehen wurde. Von unten möglicherweise. Von unten sich irgendetwas aus dem Wasser ins Schiff gebohrt hat. Nun, zumindest ist der letzte Eintrag, dass es einen Leck gab. Als wir auf der Seeadler von Beilung unterwegs waren, haben sich einmal Morphos, das sind so seltsame Schnecken oder so ähnlich, von unter Wasser an Deck gefressen. Aber die. Ich glaube nicht, dass die ein ganzes Schiff überwältigen können. Ich glaube eigentlich, dass sie auch zu dumm sind, um Holztüren zu öffnen.
Schwer zu sagen, was es ist, aber wenn es irgendetwas Ungeschaffenes ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es von unten kommt. Vor ein paar Tagen, der Ungeschaffene mit diesem Nebel und dieser Dunkelheit, der war ja auch unter uns. Stimmt, aber welchen Wert haben Dämonen für Ratzen und Pulver? Die sind ja weg. Und das Schiff ist noch hier. Bis ich das hier gelesen habe, habe ich an Piraten gedacht. Naja, wenn unter Deck wirklich keine weiteren Leichen mehr sind, dann gehe ich fast davon aus, dass sie entführt wurden. Als eine Art Opfer oder Sklaven oder wie auch immer. Gut, ich denke wir, oder zumindest ich weiß nicht, ob ihr wirklich mitkommen wollt. Werde dann mal unter Deck gehen und schauen, wie weit die Maraskanerin mit den Sicherungen sind und ob es etwas zu bergen gibt. Denn zumindest Nahrungsmittel können wir dringend brauchen. Ich werde mit dir kommen. Mich interessiert auf jeden Fall, was hier passiert ist. Gut, vielleicht hat Elfadarius auch etwas weiteres zum Leck zu berichten. Ja, und dann geht's hinab. Und ja, dann steckt das Logbuch mal ein, bevor es irgendwer anders noch rumliest. Die eigentliche Ladung war wohl mal sowas wie Meskinnes in großer Zahl. Die einzelnen Flaschen sind allerdings entweder zerstört bei einem Angriff oder beim Herumruckeln der Kisten, beziehungsweise die Fässer sind auch nicht mehr zu gebrauchen und dann dementsprechend eingeschlagen oder dann durchsetzt mit dämonischem Wasser. Also es gab wohl mal Miss Guinness und das, was jetzt als Ladung auch ausgewürfelt worden ist, Schafe, die sind allerdings auch dann ertrunken und dementsprechend nutzlos. Man könnte jetzt diese Schafe vielleicht noch nachträglich scheren. Ob die Wolle dann so gebrauchen, das ist fraglich und dementsprechend man müsste auch wissen, wie man Schafe schert, gerade wenn sie tot sind. Man könnte noch überlegen, ob man das Fleisch nimmt, aber naja gut, das sind in der dämonischen, blutigen See ertrunkene Schafe. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Aber zumindest ist das die Ladung, oder das wäre die Ladung gewesen. Das eigentliche Leck ist wirklich dann auch hier entstanden, und zwar direkt im Inneren des Schiffes. Das kann Ephedaios auch mit seiner Holzbearbeitung und Zimmermann, kannst du das ohne Probleme erkennen. Das wurde wohl von unten unter Wasser eingeschlagen, von außen nach innen, sodass dann hier Wasser ins Schiff eindrang und irgendjemand so ein, ich sag mal, 1 Meter großes, 1,50 Meter großes Loch hineingefräst hat. Aber ansonsten keine weiteren Leichen, keine weiteren Angreifer. Das Wasser steht dir bis zu der Hüfte. Ja, dann, wenn die Tieren. Ach, hier unten seid ihr. Ich habe erst ein Deck weiter oben gesucht. Ja, in der Kombüse wurden wohl zwei pervertierte, ehemals Menschen angetroffen. Ich schätze, sie waren für den Angriff hier auf das Schiff verantwortlich. Sie haben sich durch ein Loch im Schiffsinneren Zugang verschafft und von unten quasi angegriffen. Leben sie noch oder sind sie schon tot? Nein, die eine Maraskanerin, Sumujida, hat kurz einen Prozess mit ihnen gemacht. Immerhin tun sie was für ihr Geld. Brindisian kriegt nochmal einen vielsagenden Blick zugeworfen, als er das mit dem Unterwasserzugang erwähnt. Und es sind nur die zwei, die ihr gefunden habt. Ja, ich schätze, dass hier mehr angegriffen haben, aber das ist halt meistens schon wieder verschwunden sind. Und die beiden blieben zurück als Wachen oder so. Vielleicht wollten sie noch etwas von der Ausrüstung hier mitnehmen, ich weiß es nicht. Hier sind nur Schafe, aber auch ertrunken. Ihr sagt, ihr habt ein Loch gefunden. Hi. Wenn es nicht geflickt wird, was denkt ihr, wie lange das Schiff zum Sinken braucht? Bei dem Wellengang hier, bei dem Gewicht des Schiffes, muss ich einmal schätzen. Moment. Okay, ich habe kein Schätzen. Kann man das... Schätzen ist auch nur für Wertgegenstände. Ich wollte gerade sagen, Schätzen ist Wertgegenstände. Achso, okay. Wie probe ich's? Mutig Seefahrt.
Also der Angriff war heute, das Leck ist zwar groß und das Ding bewegt sich nicht, aber das wird nicht untergehen, das ist Holz. Wenn das jetzt nicht weiter zerstört wird oder angezündet, also das raucht zwar noch oben ganz leicht, aber das wird jetzt nicht weiter übergreifen. Wer auch immer das Feuer gelegt hat, wirklich erfolgreich war das nicht. Beziehungsweise, vielleicht war es super erfolgreich. Die Segel sind weg und es ist Wasser im Rumpf. Das heißt, es bewegt sich nicht. Eigentlich ist es ein Stück Holz, was hier jetzt darauf wartet, vielleicht gefressen zu werden. Das Unterdeck, das wird sich noch volllaufen, aber ansonsten ist das Schiff hier ziemlich manövrierunfähig. Erst recht ohne die Segel und wird auch nicht weiter untergehen. Das ist nicht gut. Wartet kurz. Ja, dann geht 2 Schritte zur Treppe hoch und ruft entweder hoch oder in den Gang hinein. Wascher! Alter, angetreten! Wascher, Sinnschärfeprobe. Ja, du achtest so ein bisschen auf den guten Ugdan, der dir ab und zu mal ein paar anzügliche Blicke hinüberwirft. Du bist so ein bisschen verunsichert, guckst mal wieder zu Rodrigo rüber, der sich weiter als Seefahrer ausgibt und mit beunruhigendem Blick auch rüber auf das andere Schiff guckt, weil da gab es auch wenig Informationen von Jalan bisher, keine Rückmeldung. Aber er spielt seine Rolle als Seefahrer weiter. Ja, und Ugdan hat eher Augen für dich als für die anderen Dinge auf See. Ich würde ihn heute nicht so feindselig angucken, aber immer noch so ein bisschen Abstand Ja. weisend, ne, oder auf mich so anzugucken. Ja. Ja, und bei ihm halt stehen bleiben, damit er keinen Murks macht, ne? Man weiß, er vielleicht wird irgendwie in der Mannschaft ein bisschen mitmeutern und so. Deswegen vorsichtig halt. Ja, Ja, ein Punkt über. Jalan, dann machen wir erstmal hier bei Jalan weiter. Du willst die Treppe wieder nach oben gehen? Ne, ich will nur rufen. Wir sollten da angetreten. Achso, ja, gut, die sollten da kommen. Schiff ist leider nicht zu retten. Wir können es wieder fahren. Neben dir schwimmt gerade noch so ein totes Schaf vorbei. Das Schiff ist leider nicht zu retten. Wir können es weder schwimmen noch fahren. Greift euch Äxte und versenkt das Teil. Wir wollen es nicht für Kiserans Piraten hier lassen. Es ist doch schon geplündert, oder nicht, mein Herr? Richtig, aber vielleicht seine Gnade Fadaios sagt mir, es wird nicht sinken. Vielleicht können sie es auffindig machen und wieder flott machen. Das möchte ich gern vermeiden. Und wer weiß, was in den 6 Tagen von bis nach Valuson wieder zurück noch passieren kann. Also will ich es nicht hier lassen und hoffen, dass die richtigen Leute es finden. Ja, dann nicken die ab und man greift sich kleine Handäxte, Beile, was hier irgendwie rumliegt und beginnt dann damit das Schiff zu bearbeiten, sodass es jetzt ein lautes ja, Hämmern und Herumaxten gibt im Inneren des Schiffes, dass es nach und nach versinken könnte. Während das Ich passiert, schaue. Wascher kann gerade jetzt hören, wie es Geräusche aus dem Inneren gibt. Da kannst du sehen, wie der Inquisitor nach oben aufs Achterdeck zu dir kommt und dich ansieht. Wann wolltet ihr denn Meldung machen? Wir müssen hier weg. Und zwar jetzt. Oh. Natürlich. Macht Warum? Meldung. Habt ihr es noch nicht gesehen? Eine Arche nähert sich. Oh, natürlich. Lasst das Schiff Schiff sein. Setzt die Segel, holt eure Männer zurück. Ich würde mal rüber, das andere Schiff. Wo und zu Yalan? Sehe ich den oder ist er noch unten? Es steht Jalan sicherlich steht immer noch unter weg. Deck. Das Schiff ist an sich verlassen, leer. Du kannst noch sehen, wie gerade der Ritter die Leichen hinunterschneidet. 20 Stück, das dauert ein bisschen. Der kann dir nur noch sagen, dass Jalan höchstwahrscheinlich unter Deck zu finden ist. Und da kommt auch das Hämmern her. Dann rufe ich mal unter Deck. Kapitän, wir müssen weg. Was? Warum? Anweisung vom Inquisitor. Inquisitor als Passagier, warum will er denn unbedingt hier weg? Er sagt, da kommt ein anderes Schiff. Was denn für eins? Eine Arche, hat er gesagt, wa? Oder hat er gesagt ganz normal? Scheiße, hörst du erstmal von unten? Männer, das muss reichen. Alle Mann zurück an Bord und zwar zügig. Das Schiff geht doch noch gar nicht unter. Ist mir egal, vorwärts. Du kannst sehen, wie die Leute dann langsam mit dem Wasser bis zur Hüfte durch das Schiff warten. Es geht alles viel zu langsam.
Zügig! Wenn ich hier gelassen werden will, sprintet! Los, los, los! Ich geh auch direkt wieder rüber, einfach um den Weg rumzustehen. Ja, ja, du trittst wieder nach oben auf das Hauptdeck. Jalan kann natürlich nach und nach mitkommen. Prindigian, Ephadaios, ihr schaut dann ungläubig, wie aus dem Süden ein Schiff auf euch zustapft. Es segelt nicht. Es läuft mit seinen 8 zuckenden Spinnenbeinen über das Wasser. Irgendwo zwischen Fluchen an Deck sprinten und ungläubig gucken, finden Jalan dann nochmal die Geistesgegenwart an Bord der Leucher zu rufen. Hier, du da, Matrose, Wind in die Segel, los, seh zu, dass wir gleich ablegen können. Wind in die Segel, bei einer Q2-Mannschaft. Schauen wir mal, ob die das schaffen. Möchte jemand einen Schicksalspunkt für die 18 von denen ausgeben? Ja, Mann, hast du. Okay, Schicksalspunkt weniger für Jala. 7, dann sollte das gelingen. Nach und nach, und zwar mit zügig Tempo, die Seefahrer selber sind ja alle an Bord geblieben, nur die Söldner sind drüben. Die stapfen dann nach und nach auch wieder zurück über das Wasser, über das Schiff, springen dann von der Reling hinunter. Einige tun sich dabei auch noch ein bisschen weh, kann sich nicht ganz abrollen. Aber ihr habt wieder die Segel gesetzt, dreht die wieder in den Wind und ja, so lasst ihr das Schiff zurück. Ja. Los, seht zu, dass wir hier wegkommen. Ich will nicht mehr hier sein, wenn die Arche ankommt. Dann schauen wir mal, was in unserer Kuri steckt. Nicht wahr, Männer? Und dann wird er daraus den Kurs setzen. Euren Optimismus möchte ich haben, euer Gnaden. Er fährt das auf unserer Seite. Keine Sorge. Die Männer sind mucksmäuschenstill. Niemand sagt was, niemand teilt einen Optimismus. Sie sind mehr zu furchterstarrt, wenn dieses riesige Wesen, definitiv dämonisch beseelt, auf euch zustapft. Das ist natürlich noch viele Meter, Meilen entfernt, aber ihr könnt sehen, wie es selbst auf die Entfernung unglaublich groß ist und eure Lorche um ein Vielfaches überragt. Ihr könnt auch sehen, wie sich eine Maulgrotte öffnet und viele Tentakel, Äste, Fäden zur Seite gleiten, so etwas wie ein Mund öffnet. Ihr seid nicht das Fressen, ihr seid zu klein. Ihr schmeckt vielleicht nicht. Das, was da wie auf dem Präsentierteller liegt, ist die Schivona. Und genau das ist es. Die Segel entfernt, die paar Matrosen, die Mannschafter sind dem Schiff egal, aber Holz, das ist es, was ihr will. Und während ihr zurück in Richtung Norden fahrt, in Richtung Valusa, dem eigentlichen Ziel, das Schiff auf eurer Reise zurücklassend, könnt ihr sehen, wie der Tag weiter an euch vorbeizieht, das dämonische Schiff verschluckt die Schiebrune, die Woge von Nersand. Irgendwo zwischen Erleichterung und Entsetzen findet Jalan dann die Gelegenheit, sich von dem Anblick loszureißen und stupst Brindisian mal in die Rippen. Magister, schreibt doch vielleicht einen Bericht für den Baron darüber. Wir werden sicherlich dankbar sein. Brindisian steht schon, seit wir Abstand gewinnen zu dieser Schivone, am Heck und schaut sich das an, eine Faust geballt, die andere am Stock. Ja, da muss ich vermutlich zweimal ansprechen, bevor er dann hört. Ja, Bruder, Schwester, ich schreib was. Frossi? Ja? Ich würde gerne in die Küche gehen. Ich hatte die letzten Tage schon so ein bisschen gekocht. Ich muss ja auch ein bisschen rationieren zwar, aber ich würde gerne heute besonders viel Alkohol ins Essen mischen, einfach weil ich denke, dass es den Seemännern ein bisschen was hilft und ein bisschen übertrinkt. Deswegen würde ich was jetzt Essen zubereiten, würde einfach ein bisschen mehr Alkohol reinmachen, um die alle ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube wahrscheinlich, dass es hilft. Hattet ihr denn Alkohol gekauft? Wir hatten heute mal Alkohol dabei, oder nicht? Ihr habt Wasser gekauft, was mit Alkohol getränkt ist, ja. Einfach um es haltbar zu machen. Also ein paar Kräuter und ein bisschen Alkohol reingekippt, damit das Wasser nicht in den eigentlichen Fässern fault. Aber zusätzlichen Alkohol habt ihr nicht. Einzelnen Seemänner haben zwar Rationen Alkohol dabei, aber das sind dann so kleine Flachmänner. Die haben sich dann von ihrem eigenen Geld geholt, aber ihr habt keinen Alkohol gekauft.
Könnte ich im Notfall ein bisschen Wasser abkochen, sodass ein bisschen Alkohol übrig bleibt? Ich kenne mich ja wieder das OT nicht so aus. Ich würde auch mal würfeln. Würfel mal eine Kochenprobe. Schauen wir mal, was zuerst verdampft. Okay. Oh, guck mal. Schön. Ja, würfel mal eine Zechenprobe. Ich will das nicht selber trinken. Ja, das ist dem Alkohol egal, wenn er zuerst verdampft. Da, guck! Ja, du bemerkst, wie du das Wasser abkochst und ja, es fängt dann sehr früh auch an zu verdunsten. Der Dampf steigt auf und du merkst, wie dir so ein bisschen schwummrig wird. Das ist wohl höchstwahrscheinlich der Alkohol, denn der verdampft als erstes. Dann möchte ich jetzt entweder Gefäß über den Alkohol halten, sodass ich denke, dass es ein bisschen zumindest sich darin sammelt, und das Brot in dieses Gefäß halten von unten mit der Hand. Ich bin einfach kreativ, ich habe nämlich ohne keine Ahnung und deswegen wird Wash das auch so machen. Ja, und wird quasi versuchen, das Brot in dem Alkohol, der aufsteigt, zu räuchern. Räuchern, ja, es gibt keine Ahnung, es gibt sapschiges Brot, total aufgeweicht. Es schmeckt richtig widerlich, aber schmeckt nach Alkohol. Ja, es schmeckt nach Alkohol. Also, ja, ist so gut. Von Rösten, Dünsten oder sowas hat das nicht wirklich viel. Das ist einfach weiches. Ich habe 8 Punkte übrig. Es ist trotzdem weiches Weißbrot. Da kannst du mit deinem Kochen kannst du auch nichts retten. Egal, okay, dann ja, ich möchte ja eigentlich nur irgendwas, wo ein bisschen Alkohol drin ist. Und dann ja, möchte ich es quasi so verarbeiten die letzten Tage. Wenn Wascher den Alkohol freigibt, wie sieht's aus mit Jalan? Sind Rauschmittel dann erlaubt oder? Das würde ich Jalan noch gar nicht sagen. Ja, also Jalan. Ja, ist da oben genug beschäftigt. Also, wer sich jetzt besaufen will, soll meinetwegen. Perfekt. Genau, wenn die Rauschmittel freigegeben sind, dann wird man zuerst das Brot anfangen zu essen. Und ihr könnt auch erkennen, wie, also die Seemänner haben alle eine sehr, sehr niedrige Qualität. Ihr habt natürlich jetzt die alten Seefahrer wie Polter, Felix und Dagan, die wissen, was sie tun, aber ja, bei ihrer aktuellen Qualität, also die ist eigentlich höher, das sind keine Q2-Mannschafter, aber die sind halt dauerbesoffen. Das heißt, immer wenn ihr nicht gerade hinguckt, dann kippen die sich Alkohol aus ihrem eigenen Vorrat ins Essen oder trinken mal schnell so einen Schluck aus ihrer inneren Jackentasche, und daher ist eben die Qualität nicht auf 4, sondern auf 2, wenn sie die ganze Zeit hacke besoffen sind. Und wenn jetzt Wascher anfängt, das Brot auszuteilen, dann wird man nach und nach auch andere Sachen rausholen, sowas wie Cheriacha, um sich dann ja, mit Kaktusfleisch, mit einem, so einer kleinen Wasserpfeife dann zu geben. Und ja. Also ich würde auch gerne beim Brotverteilen gerne gut auf die Leute einreden. So, man muss jetzt isst erstmal was und es wird schon und es ist ganz gruselig und möchte halt versuchen, quasi, ja, auch weil Rundlinger heute nicht da ist als Spieler, ja, also wirklich die Leute so ein bisschen zu beruhigen. Ja, Heilkunde Seele. Ja. Heilkunde Seele. Nur kurz gefragt, während sie gerade würfelt, wie lange sind wir jetzt gefahren seit unserer Begegnung mit der Arche? Also nach ungefähr einer Stunde habt ihr genug Entfernung zu dem Schiff aufgebaut. Ihr könnt das Splittern vom Holz natürlich noch hören, wie es dann unheilig euch entgegenhallt. Aber die Dämonenarche, also sie ist unglaublich schnell, sehr viel schneller als ihr, aber sie hält dann auch an diesem Schiff und tut sich da dann gütig. Also ihr habt jetzt ungefähr 10 Meilen hinter euch gebracht, wenn dann das Schiff da auf das andere trifft. Ja, hast gesehen, ne, Frosty? Hab ich gesehen. Und dann richte ich mich mal kurz, während draußen vermutlich schon angestoßen wird an die Mannschaft. Du siehst auch, wie Washer da rumrennt und irgendein Brot verteilt, was anscheinend für nicht heiternde Stimmung, so bessere Stimmung. Dagan hat sich jetzt gerade so eine Wasserpfeife neben den Mast gestellt, krümelt da gerade so ein paar graue Bröckchen in die Wasserpfeife und zündet die an. Du kannst sehen, wie die Leute glasige Augen teilweise haben, einige haben Furcht. Du kannst auch sehen, wie einige sich eingepisst haben, gerade die etwas jüngeren Seefahrer. Die Söldner sind einfach still. Die werden sich jetzt hier nicht betrinken oder bekiffen, die sind einfach sehr still und wortkarg. Ja, ich stelle mich dann ans Achterdeck an die Reling und rufe mal laut: Männer! Das war eine Dämonenarche, wie die meisten von euch sicherlich unschwer erkannt haben. Gegen sowas müssen wir hier antreten. Heute sind wir noch davongekommen. Eines Tages werden wir vielleicht eine versenken müssen, wenn wir es denn bis dahin können. Erfreut euch
der Wall der Ruhe. Wir machen 2 Freiwochen für alle, dann wird weiter gesegelt. Und damit lässt Jalan sich auch auf irgendeinen Hocker oder eine Kiste, die in der Nähe steht, sinken. Und braucht erstmal eine Weile. Hört aus, wir den Männern auch nachher noch gut zureden, wenn es nochmal eine Segelpause gibt. Ja, wir bewegen uns jetzt zwar auf Efferts Leib, aber wir dürfen auch die Lehren der anderen Götter nicht vergessen. Da ist der listige Fuchs, der Herr Effert, und nun, er sagt, dass der, der sich selbst hilft, also wir uns, ihr euch, dass er diesen Leuten zuerst hilft. Also Männer, denkt dran, wenn hier so etwas wie eine Arche auftaucht und die Angst bekommt. Als erstes müsst ihr an euch denken, wie wir hier das Schiff klar machen und Segel setzen. Denn dann ist auch der Herr Fex auf unserer Seite. Wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an jeden gedacht. Dann könnten wir das nächste Mal auch einfach so Segel setzen und müssen nicht auf euch warten. Dann bleibt ihr halt zurück auf dem Schiff. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer hat das gesagt? Myria. Myria fängt sich eine. Myria, was habe ich dir über Kameradschaft beigebracht? Das ist doch das, was er gerade gesagt hat. Ist egal, was er sagt. Es geht um das, was er meint. Fex hat überhaupt gar keinen Sinn in diesem Zusammenhang. Ah, mein Kind, doch. Denn hier auf diesem Schiff ist es wie auf jedem anderen Schiff. Man braucht eine volle Crew, um das Schiff steuern zu können. Niemand überlebt hier ohne dieses Schiff, und wir brauchen hier die Handwerker, die Zimmermänner, die das Schiff instand halten. Du hast eben gesagt, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an jeden... Nein, das hast du nicht gesagt, aber du hast gesagt, hilft dir selbst, dann hilft dir Fex. Genau, und wir hier, unsere Mannschaft, jeder von uns wird Teil eines Größeren. Wenn die Mannschaft an sich denkt, an jeden Einzelnen und alle zusammen, dann können wir dieses Schiff hier bewegen, und ich denke, wenn der Herr Effert uns die entsprechenden Winde schickt, nun, dann werden wir hier einiges an Fahrt aufnehmen. Was wollte ich mal zu Jalan, wenn ich ihm Brot gebe? Ja, war schade, seid ihr ja. Danke. Ich würde mal noch näher an dich ranbeugen, sodass halt die anderen nicht unbedingt hören können. Wir sollten uns überlegen, wenn diese Arche so viel Holz frisst, oder generell, ob wir vielleicht, das Schiff mit anderen Materialien ausstatten lassen, mit Holz. Wenn dir sowas geht. Was schwimmt denn, wenn nicht Holz? Ich meine, es gibt bestimmt Zwerge, die könnten noch einen Stein dazu bewegen, zu schwimmen, aber ansonsten... Wir müssten ausprobieren, aber ich meine, das wäre vielleicht eine Chance, wenn man nicht so viel Holz dabei hätte, nicht direkt in ihren Fokus zu geraten. Dann würde ich mich wieder aufbeugen. Ich hoffe, es ist ein Mundet, Herr Kapitän. Ja, natürlich. Ich mache nur ganz kurz die Augen zu. Soll ich euch irgendwann weg? Nein, ich bin mir sicher, es wird schon früh genug die ein oder andere kleinere Katastrophe tun. Ich verbeug mich und gehe dann zum nächsten. Ich gehe auch zu Ugdan, auch wenn ich ein Junge Brot geben will. Kriegt er natürlich auch welches. Ja, Signora. Muchas gracias. Ja. Auch schnell an ihm vorbei. Zum nächsten. Jo. Gut. Weiter Brot verteilen. Wenn es reicht, wenn es nicht reicht, Frosty muss ich sagen, dann... Ja, also, Moment. Essen habt ihr noch... 260 Stein ungefähr. Das ist noch eine ganze Menge, wie gesagt, aber naja. Ich habe es ja rationiert, deswegen habe ich ja heute auch ein bisschen mehr Alkohol da reingetan, als es so auffällt, dass es eben ein bisschen weniger gibt. Du hast erst vor ungefähr einer Stunde oder so erfahren, dass ihr jetzt Pilze im Essen habt. Genau, deswegen hätte ich ja jetzt weniger gemacht, als ich es normal gemacht hätte, wenn ich das nicht gewusst hätte. Ja, alles klar. Ja, ja. Gut.